Die Freiwillige Feuerwehr Golling hat derzeit 72 aktive Mitglieder, die ehrenamtlich rund um die Uhr für den Ernstfall bereitstehen. Am 8. Oktober veranstalteten die tapferen Mannen eine Übung der besonderen Art. Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Golling nur wenige Meter außerhalb des Ortszentrums. Was so dramatisch ausschaut, ist in Wahrheit aber nur eine perfekt durchgeplante Übung. Und zwar eine extrem realistische, um nicht zu sagen heiße Übung, konnten dafür doch zwei Abrissgebäude in Brand gesetzt werden. Insgesamt nahmen 40 Mann der Gollinger Feuerwehr an dieser Atemschutz-Heißausbildung teil, bei der zwei verschiedene Zimmerbrände zu bekämpfen waren. Im vorderen Bereich haben wir ein Zimmer, wo wir Möbel in Brand setzen, mit Holz befeuern, damit wirklich die Hitzeentwicklung bis zu mehreren 100 Grad entsteht und somit ein Zimmerbrand simuliert wird. Und hier im Hintergrund simulieren wir den Brand in einem Wirtschaftsgebäude, wie dieser mit Innenangriff zu bekämpfen ist. Jeder Atemschutztrupp, bestehend aus 3 Mann, absolvierte nacheinander beide Stationen. Mit dabei immer die jeweiligen Ausbildungsleiter, die sich für jedes Team ausreichend Zeit nahmen. Kein Wunder, gibt es die Möglichkeit einer derart realistischen Übung doch nicht alle Tage. Das Problem ist, wenn man nur eine Übung macht mit einer Simulation, sprich davor ein Brenz, ist nicht das, wie wenn wirklich was brennt. Und die Leute sind sehr, man sensibilisiert es ein bisschen mehr. Es weiß jeder, wie was geht. Das wird bei Trockenschulungen, bei Winterschulungen sowie in der Landesfeuerwehrschule bei den Opferschutzleistungszeichen wird das beübt und gemacht. Nur es ist für die Mannschaft und für die Auszubildenden gleich ein anderes Szenario, wenn wirklich was brennt. Und wenn sie ja wirklich die Temperatur und die unter Anführungszeichen die Gefahr spüren, weil Gefahr ist keine. Während der Übung herrschten in den Räumen Temperaturen von mehreren hundert Grad. Bedingungen, die jeden Feuerwehrmann auch im echten Einsatz erwarten. Ja, das ist natürlich eine bestimmte psychische Belastung, weil das ganze Umfeld ist ja die Umgebungsgeräusche, da knistert es, da kracht es, da ist sehr hohe Temperatur, mit der muss man natürlich umgehen. Wir sind natürlich sehr gut ausgerüstet, aber wenn man das nicht beübt und beim Ernstfall das erste Mal dazukommt, ist dann nicht optimal. Ja, also ich muss zuerst einmal sagen, es ist voll super, dass wir das in Golling einmal machen können, die Übung. Ich meine, das ist nicht oft in der Gemeinde, dass wir da wirklich mit echt feinen Übungen machen können. Und ich muss ehrlich sagen, so wie wir alle da sind mit uns, hat es, glaube ich, jeden was gebracht, von jung bis alt. Weil Brand, einen wirklichen Brand, ist eher heutzutage, sage ich mal, eher selten in der Gemeinde. Und von dem her ist das echt wirklich super gewesen, weil du wirklich gespürt hast, was auf dich zukommt, wie es ausschaut da drinnen mit Beflammung und so weiter. Super Sache. Möglich gemacht hat diese Heißausbildung die Gemeinde Golling, die beiden Gebäude unbürokratisch zur Verfügung gestellt hat. Wir haben hier zwei Objekte, die über kurz oder lang abgetragen werden. Wir hatten ursprünglich geplant gehabt, dieses hölzerne Objekt zu verwerten, aber leider ist das Objekt nicht alt genug, dass also in dem Sinn also das Altholz benötigt würde. Und dadurch ist also mir die Idee gekommen, doch mit unserer örtlichen Feuerwehr zu sprechen, um hier eine wirklich authentische Übungsmöglichkeit zu gewährleisten. Und nach Rücksprache mit unserem bewährten Führungsteam ist eigentlich dann jetzt also diese Übung zustande gekommen. Und dieses Objekt, was hier steht, wird also am Montag dann restlos abgetragen. Für die Feuerwehr Golling war dieses Angebot der Gemeinde natürlich eine tolle, vor allem aber wichtige Sache. Enorm wichtig, also so eine Möglichkeit haben wir ganz, ganz selten naturgemäß, weil man natürlich nicht immer irgendwelche Abrissgebäude hat, die man dann auch in Brand setzen kann. Und da sind wir sehr dankbar der Gemeinde, dass uns das zur Verfügung gestellt hat und wir heute wirklich eine ganz eine realistische Artenschutzausbildung durchführen können. Zum Schluss gilt es jetzt eigentlich nur noch zu klären, wie das abschließende Fazit der Verantwortlichen aussieht. Letzte Frage noch, wie zufrieden bist du mit dem Verlauf? Ich bin jetzt. Wie? Wohin? Und schon war er weg, gerufen zu einem echten Einsatz auf der A10 beim Hieflertunnel. So ist das Leben eines Feuerwehrmannes eben, rund um die Uhr bereit, um im Ernstfall zu helfen.